Hallo und herzlich willkommen zu Köstlich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir einen leckeren Heringssalat. Für das Rezept benötigen wir Matjes eingelegte Mayonnaise. Ich bevorzuge diese hier, weil die exquisit für den Salat verwendbar ist. Gurken, keine eingelegten, sondern frische, gekochte Kartoffeln, einen grünen Apfel und gekochte Erbsen. Fürs Protokoll, ich habe die Laufzwiebel vergessen. Wichtig für das Gericht ist das passende Getränk. Ich empfehle dazu Wodka vor dem Essen, während des Essens, nach dem Essen. Das Essen könnt ihr auch nach dem Wodka trinken machen, das ist euch überlassen, auf jeden Fall super. Als erstes schneiden wir die Kartoffeln in kleine Würfel. Als nächstes die Lauchzwiebel in feine Ringe. Als nächstes sind die Gurken dran. Jetzt schneiden wir den Apfel. Viele Leute sagen, Apfel und Fisch, das passt doch nicht. Der Apfel gibt dem ganzen Salat nochmal die richtigen Pep. Nimmt einen sauren Apfel, der passt optimal zu dem Fisch. Das wird jetzt eine große Überraschung für euch sein, aber den Hering schneiden wir auch in Würfel. Als letztes geben wir die gekochten Erbsen hinzu und vermischen das Ganze mit der Mayonnaise. Jetzt lässt ihr das Ganze nochmal durchmixen und fertig ist der Salat. Und nicht vergessen, am besten Pasta zu Wodka. Irgendwie erwecken wir den Anschein, dass wir hier nur am Saufen sind. Furchtbar. Stimmt ja auch. Und wären wir nicht so lustig, wie wir sind, verstehst du? Im Originalrezept ist es nicht vorgesehen, dass noch nachgewürzt wird. Aber das ist natürlich euch überlassen, ob ihr gerne noch mit Salz und Pfeffer nachwürzt. Wir lassen es erstmal. Jetzt geht's ans Probieren. Ich hau mir die ganze Schüssel rein. So, jetzt geht's ans Probieren. Wie gesagt, man braucht nicht nachwürzen. Der Matjes macht alles perfekt. Nicht vergessen. Prost. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal.